Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Update-Folge. So, am Anfang, wenn man jetzt hier das Spiel startet und so, ne, es gibt so viele neue Dinge, es gibt neue Forschung, neue Gebäude oder eben neue Gebäude-Level, neue Forschung in der Walküre und so. Man überlegt, wo fange ich an? Das hatte ich gestern auch im Livestream. Ich wusste gar nicht, wo soll ich zuerst gucken und... Boah, es war einfach viel zu viel Information auf einmal. Vielleicht erging euch das ja genauso. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mir doch einmal die Arbeit und stelle ein Video zusammen, womit man am besten, oder so, ich sag mal so, die ersten Schritte, womit fange ich am besten an. Als allererstes, sehr wichtig, macht eure Burg auf 36, damit ihr die Geheimforschung und die Walküre auch sehen könnt. Ich weiß nicht, ob man in der Walküre auch schon mit 35 die neuen Dinger hier sehen kann. Das, ich muss ehrlich sagen, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Allerdings die geheime Forschung seht ihr erst, wenn euer Orakel auf 36 ist. Deswegen solltet ihr auch zusehen, erstmal die wichtigsten Gebäude auf 36. Geht dafür einfach mal auf euer Schloss. Macht das mal eben für 12 Millionen Splitter und die anderen Ressourcen eben auf 36. Und dann habt ihr hier diese Anzeige. Da geht ihr auf hingehen, 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 hingehen. So wird das immer aus, macht das Gebäude ein Level höher, dann wird euch direkt das nächste angezeigt und so weiter und so fort, bis ihr wieder auf das Schloss landet. So, wenn ihr das Orakel, also beim Orakel könnt ihr hier dasselbe machen natürlich, wenn ihr das Orakel auf 36 habt, kann ich euch empfehlen, versucht nicht auf Zwang erstmal so schnell wie möglich mit dem Schlosslevel hochzukommen, denn die meisten haben ja begrenzte Mittel. Das heißt begrenzte Goldklumpen und. Man bekommt zwar nach jedem Level-Up des Schlosses bekommt man ja so eine kleine Truhe hier. Und da sind natürlich auch schöne Booster wie 3250er, die 500er Goldklumpen und alles mit drinne. Aber natürlich nicht ausreichend, um mal eben hier von 36 auf 37 zu kommen. Deswegen achtet drauf. Und macht erstmal nur das, was euch am meisten nützt. Was braucht ihr für alles? Ihr braucht Seelensplitter. Deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr eure Power hochbekommt und nicht euer Schlosslevel. Es bringt nichts, wenn ihr euer Schlosslevel auf 40 habt, aber keine Ressourcen mehr habt, um eure Power zu erhöhen. Dann werdet ihr früher oder später in Sachen Schwarz auf der Strecke bleiben, denn alle anderen werden die Power erhöhen und bekommen dadurch natürlich in den Kämpfen die meisten Schwarz. Deswegen... Wenn Orakel auf 36 ist, klickt doch mal hier auf Heiligtum der Asen. Halle der Mysterien braucht ihr dafür. Und das gibt dann ebenfalls Truppenleben beim Angriff mit der ersten Stufe 30%. Heldenprunkgemach gibt nochmal Truppenschutz beim Angriff 30%. Die beiden Dinge mitnehmen. 30% ist definitiv nicht zu verwehren. Weil wenn ihr jetzt nur auf das Schlosslevel achtet oder nur eben auf Orakel, dann werden die beiden Gebäude nicht mit angezeigt, weil die einfach nicht Assistenz wichtig sind, um euer Schloss hochzuleveln. So, wenn ihr das habt, ihr seid 36 oder euer Orakel 36, geht ihr in die geheime Forschung. Da habe ich ja schon gesagt, oder im separaten Video gezeigt, welche Forschung ihr vielleicht anfangen solltet. Und macht erstmal alle Forschungen fertig. Warum? Weil einfach der Bonus oder die zusätzliche Power wichtig ist. Es sind nicht viele Forschungen, die ihr mit 36 machen könnt, aber immerhin. So, wenn ihr dann alle Forschungen da, sagen wir mal maximal drei Forschungsdinger, wenn ihr die dann durch habt, dann geht ihr wieder auf euer Schloss, macht es dann auf 37 und macht genau dasselbe. So könnt ihr auf der sicheren Seite sein, dass ihr auch so viel Power wie möglich mit euren jetzigen Ressourcen mitnehmen könnt, um in den nächsten Kämpfen auch so viele Shards wie möglich mit abzustauben. Denn zum Beispiel, wenn man jetzt bedenkt, so wenn jetzt jemand aus meinem Clan zum Beispiel sein Schlosslevel sofort auf 40 hochknallt oder 39, so wie ich, hat aber weder Gold noch Ressourcen, um seine geheime Forschung hier hochzuknallen, wird er deutlich weniger Schwarz bekommen als ich, denn meine Forschung ist auf meinem Level fertig. Und da habe ich alleine jetzt hier bei Bastion schon 265% mehr Power dazu. Dazu kommt dann noch hier das mit dem Schaden dazu und so weiter und so fort. Also von dem her unbedingt dran denken,
Denn vergisst nicht, die Power mitzunehmen. Wichtig ist auch wenn die T8er so genial sind, ne? Im Schaden und sonstiges, trainiert am besten noch keine. Es lohnt sich nicht. In der Verteidigung. Also T8er, wir können jetzt mal eben ganz kurz hier, gehen wir mal eben hier auf. Zack. Hier, wir gehen mal auf meine Mörderrüstung. Und dann gucken wir uns doch mal jetzt den Vergleich zwischen T7 und T8 an. T7, sagen wir mal 13.000 Schutz, knapp 16.000 Schaden, 13,5 Leben. Ihr seht, der Schaden ist zwar um 3.500 höher, was natürlich geil ist, aber Schutz und Leben deutlich niedriger. Das heißt, für die Verteidigung sind die jetzt nicht so geeignet, und da ein T8er ein Seelensplitter kostet, kosten diese fast 2,9 Millionen auch 2,9 Millionen Seelensplitter. Diese zu trainieren, einfach nur weil die neu sind, ist das Dümmste, was man gerade machen kann, weil ihr diese Seelensplitter lieber in die Forschung oder in den Bau eurer Gebäude investieren solltet. Das ist sehr, sehr wichtig. Die sehen vielleicht cool aus und sind neu, ne? Man hat Bock davon, welche zu besitzen. Ich habe die jetzt auch nur trainiert, weil das gestern ein Livestream war. Und dementsprechend wartet damit. Sehr, sehr wichtig. Die Walküre natürlich bietet auch die nächste Ergänzung zu eurer T8 an. Die Walküre würde ich wirklich zum allerletzten Punkt machen, weil die in Sachen Seelensplitter extrem teuer ist. Bei mir sind die Mörder als zweites Level angezeichnet, kosten dadurch im ersten Punkt schon 12 Millionen Splitter. Der zweite Punkt war, glaube ich, mit 24 oder 26 Millionen Splitter bestückt, und von 3 auf 4 kostete es mich 50 Millionen Seelensplitter. Ja, stolze Preise, würde ich mal sagen. Klar, die Bonusse sind auch ziemlich geil, wenn man das jetzt hier mit versucht abzuwägen. T6 mit 250, T7 290, schätze ich mal, sind hier 350 bis 400 auf jeden Fall drinne. Aber kostet am meisten, deswegen spart euch hier die Seelensplitter, macht erstmal die Forschung und Gebäude, das bringt euch deutlich mehr, deutlich schneller voran. Und deswegen die Walküre auf jeden Fall zum Schluss. Ja, das sind so die ersten Tipps, die ich euch geben kann auf jeden Fall. Wir können uns ja nochmal schnell hier die Gebäude angucken. Die Ressourcengebäude werden euch zusätzlich von 35 auf 40 nochmal einen Bonus von weiteren 7,5% entweder Truppenschaden, Truppenleben oder Truppenschutz gewähren. Nahrung ist, glaube ich, für euch alle eher so unwichtig, deswegen gehe ich darauf jetzt auch nicht so wirklich ein. Was natürlich sehr, sehr geil ist, hier Odins Schrein wird auf 650.000 Maximum rangehen auf Level 40. Ich habe das jetzt eben, wie ihr sehen könnt, auf 38 und kann jetzt ein Maximalmarsch in 1 OS von über 30 Millionen reinsenden. Single habe ich jetzt noch nicht geguckt. Und ebenfalls, was natürlich sehr geil ist, für OS-Macher hier natürlich größere OS-Märsche, Attackenstart oder Attackengröße. So, hier bei Herrenhaus kriegt ihr dann von 35 auf 40 nochmal, ich glaube das waren 25 oder 30% nochmal on the top. Ist also auch sehr, sehr nett auf jeden Fall. Pro Gebäude natürlich, aber wichtig auch hier, guckt erstmal, dass ihr nur die wichtigsten Gebäude hochzieht. Es lohnt sich nicht, hier jetzt alles auszugeben, 500.000 Seelensplitter mit den Goldklumpen und so weiter für 1,5%. Haut die lieber in die Forschung, die Seelensplitter, kriegt ihr deutlich mehr. Deswegen, ne, also ihr müsst wirklich klug an die Sache rangehen, weil sonst gibt ihr sehr viel aus für deutlich weniger Bonus oder deutlich weniger Power, was ihr eigentlich hättet mitnehmen können. Deswegen achtet wirklich drauf, zieht nicht jetzt alle Ressourcen auf 36, alle Ressourcen auf 37 oder sonstiges. Ihr müsst da wirklich ein bisschen smart rangehen, um eben kostengünstig den meisten Effekt rauszuholen. Ja, das wär's dann erstmal für das Video. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Tipps mit auf den Weg geben, vielleicht andere Gedankengänge anstupsen, und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu einem separaten Video, dann haut das gerne in die Kommentare mit rein. Und wenn ihr noch kein Abo auf meinem Kanal habt, würde ich mich mega darüber freuen, über einen kleinen Sub. Also,
Dafür erstmal vielen, vielen Dank, meine Lieben. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß mit dem Update und sehen uns dann auch im nächsten Video.